Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Yo, let's go to Grinsewald Chateau. Wo liegt das nochmal? Ja, ich drück wieder B. Da unten müssen wir hin, in den Grinsewald. Genau, so. Einen Orden für Luigi haben wir bereits. Oder? Jawohl. Aber da ich nicht mehr genug Kohle für neue Klamotten habe, gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Ach man, ich wollte dich stunnen. Egal. Ich muss wieder lernen, wie ich... es ist schon... Wie lange ist es her? 3 Tage, seitdem ich die letzte Aufnahmesession gemacht habe. Hier geht's runter. Oh Gott. Okay. Ein Parabini. Also, die sind eigentlich genauso wie die Paracoopers, nur mit Flügeln. Das ist interessant. Haben die... Moment, der hat gerade 10 Schaden gemacht, oder? Das ist interessant. Der Parabini. Und lustigerweise, wenn der Bini ein normaler Bini ist, oh, dann macht er einen Schaden. Mind blown. Grinsewald Chateau, internationaler Flughafen. Oh. Alles klar. Da ich euch natürlich alle Sachen zeigen will. Da, der macht 10 Schaden. Bumm. Und wie gesagt, der Grinsewald ist einer meiner Lieblingsorte im gesamten Spiel. Erstens, weil die Musik irgendwie chillig ist. Zweitens, weil wir da meinen Lieblingsboss, also besser gesagt Lieblingsgegner im Spiel, das zieht sich nämlich durch das ganze Spiel. Was ist das? Ach so, das zeigt nach Bodenland. Na, nach Bodenburg, okay. Erwischt. Und ja, dieser Boss wird euch erstens überraschen und zweitens, ihr werdet euch frech lachen, weil der erstens so lustig ist und zweitens, die Musik ist so geil. Und ja, ich möchte gegen jeden Gegner antreten, weil sonst habe ich das Training verpasst. Mario und Luigi sind eingerostet seit dem letzten Mal und deswegen... Okay, dann geht mal hier hoch, ihr müsst... Dich lassen wir jetzt mal gekonnt. Außer Acht. Gehen wir einfach mal hier lang. Hallo! Der Grinsewald ist Naturschutzgebiet. Zutritt ist nur mit Sondergenehmigung gestattet. Yeah. Oh, die Bonnenbrosche. Nur Ehrengäste vom Schloss Bonja erhalten diesen Schatz. Gut, dann dürft ihr den Wald betreten. Oui, oui, merci beaucoup. Unser Witzwein ist von exquisiter Qualität und rundem Geschmack. Genießt ihn in vollen Zügen. Yeah. Ich habe übrigens meine Mutter gefragt, was Cuvée heißt. Oder Cuvée, wie es im Französischen ausgesprochen wird. Weil wir müssen ja die Cuvée extrem finden. Und Luigi wird natürlich getroffen. Und eine Cuvée ist eine Zusammenmischung aus verschiedenen Weinen. Eine Zusammenmischung. Und das ist ja auch eigentlich genau das, was die Cuvée extrem ist. Es ist ein Wein aus verschiedenen Weinen. Ja, und das ist eine Cuvée. Keine Ahnung, woher das extrem im Namen kommt. Aber egal. Weiter geht's. Peaks Beanie, du lässt mich bitte in Ruhe. Ihr lasst mich bitte alle in Ruhe. Ich möchte einfach nur hier durch. So. Auf, da rein. Ah, Speicherbuch. Grinsewald Chateau Korridor.
Chateau. Chateau ist französisch und heißt. Na? Genau, Hütte. Ja, der Teil hier wird jetzt, naja, er wird dann nicht so französisch, aber egal. Wie Witzwein entsteht Tafel 1. Witzwein wird aus der Lachbeere gekeltert, die im Grinsewald wächst. Die Übersetzer hatten, glaube ich, eine wahrhafte Freude daran, sich diese ganzen Namen für das Spiel auszudenken. Wie Witzwein entsteht Tafel 2. Man wirft die Lachbeere in ein gut mit Sirup gefülltes Fass. Mit Sirup? Gibt man einen Witz hinzu, produziert die lachende Lachbeere blubbernde Bläschen. Oh mein Gott. Ein Witzwein wird also aus Witzen hergestellt, weil die Lachbeere dann dadurch lachen muss. Oh Gott. So erreicht der Witzwein in jahrelanger Humorarbeit seine vollendete Reife. Das glaube ich sofort. Wer bist du denn? Vater des Witzweines und erster Schlossherr. In vino veritas. Oh mein Gott. Facepalm. Das ist ein Wortspiel. In vino veritas. Wenn man das in noch. Und zwischen dem in und dem V. In und dem vino noch einen Trennstrich macht, heißt das in vino veritas. Und das ist lateinisch und heißt, im Wein liegt die Wahrheit. Ungefähr so. Schönes, schönes, schönes. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Schönes Wortspiel. Okay. Ah, ich weiß, wo ich langlaufen kann. Wo die schwarzen Sachen sind, da kann ich nicht lang gehen. Okay, hier kann ich auch nicht lang. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe mich hier immer verlaufen in dem Ding. Aha. Okay. Da oben geht's weiter, habe ich gesehen. Wer bist du denn? Wer war das? Wer bist du? I want to know who you are. Moment, ich gehe noch mal nach hinten. Ob da vielleicht was ist. Oh, diese ganzen Fässer lassen mein Spiel ruckeln. Wer war das gerade? Da ist er. Puh, das war knapp. Claude, der Meisterdieb. Um ein Haar frisch ertappt. Claude. Natürlich musst du ein Franzose sein. Ich muss ihn mit französischem Akzent sprechen. Verdammt! Was? Euch zeig ich's. Euch oder euch? Eh, Azubi, mach schon! Ja, Chef. Bowser? Eh, Azubi, dein Auftritt. Der Rote und der Grüne da. Mach sie fertig. Jawohl. Bowser? Bowser? Hallo. Der Rote und der Grüne. Die zwei kenne ich doch von irgendwoher. Was, Azubi? Du kennst die zwei? Irgendwie freue ich mich total, die Nasen hier zu sehen. Aber dann diese ekligen Rotzbremsen. Quatsch, keine Opern! Ihr seid doch hinter der legendären Cuvée extrem ehrgeizig, genau wie ich. Oh, ihr dürft mir nicht zuvorkommen. So wahr ich der berühmte Meisterdieb Claude bin, ich für die Cuvée extrem für euch. Azubi auf sie! Okay, ja. Das ist jetzt der Kampf, von dem ich euch erzählt habe. Scheiße, ich habe mich nicht geheilt. Gegen den Meisterdieb Claude und seinen Azubi Bowser oder dem Baus Azubi. Der Trick bei diesem Kampf ist, nicht Claude anzugreifen, sondern immer nur auf Bowser, weil wenn man Claude angreift, da wird der Bowser ziemlich böse. Und er kann Hämmer werfen. Das kennen wir doch aus Super Mario Bros. Wenn er so grinst, dann geht er auf Luigi. Und er ist ja ein Meisterdieb, das heißt, er kann uns die Sachen stehlen. Das ist blöd. So, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man auf Claude losgeht. Was macht ihr mit meinem Chef?
Ja, genau das passiert. Au. Ihr bekommt mal Nüsse. Lasst euch mal Nüsse wachsen, Jungs. Bumm. Nein. Ich fange gleich mit den paar Attacken an. Ich möchte ihn erstmal schon mal schwächen. Bumm. Ich hoffe, ich schaffe den noch in diesem... Warum will der immer was von Luigi klauen? So, Platschbrüder. Kabumm, 20. Luigi, ouch. Und jetzt mache ich Hopsbrüder. Und zwar die Extra-Attacke. Okay, das war keine gute Idee. Au, wie soll man da ausweichen? Nein! Oh. Hurra, ein Schatz, ja. Jetzt hat er einen Pilz von uns geklaut. Das heißt, er kann heilen. Genau wie wir. Das ist fies, oder? Oh, ich liebe die Musik von diesem Kampf. Wenn ich Silberte nur sehe, dann kommt es mir ganz heiß aus dem Magen. Wow. Hey, was war das? Gut gemacht, Azubi. Weiter so. Okay, er verliert dadurch wirklich Seriosität. Aber Claude ist einer der besten Charaktere in Mario & Luigi Superstar Saga. Und genau das macht er, wenn er einen Pilz erbeutet. Ja. Ja. Der macht immer unfairere Attacken. Das ist typisch Bowser. Er mag sein Gedächtnis verloren haben. Aber das hat er anscheinend nicht verlernt. Er ist immer noch genauso gemein wie früher. Ja. Ich bin krank, scheiße. Meine Stimme versagt. Ich brauche meinen Mezzo-Mix. Ja, ja, jetzt denkst du... Luigi, warum wendest du die gegen Familie? Denk nicht, ich kenne dich wieder. Bam. Arg, Azubi. Jetzt gibt's auf die Nüsse. Das merke ich mir. Oh ja, genau, flieg. Ich glaube, es ist auch besser, wenn man Claude zuerst macht. Ach Gott, ich glaube, ich hätte mehr Erfahrungspunkte. Scheiße. Egal. Azubi, was soll das? Ist das der Dank dafür, dass ich sie scharf genommen habe, als du in den Bergen auf der Suche nach deinem Gedächtnis warst? Entschuldigung. Naja, ist jetzt auch egal. Wir müssen nur die QW-Extreme in die Finger kriegen. Kümmern wir uns nicht weiter um diese Typen. Azubi, los, Abmarsch. Okay, Bowser hat sein Gedächtnis verloren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Claude hat sich offiziell zu unserem neuen Erzfeind bekannt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. Also bis dann, ciao.